Willkommen zum dritten Teil von Israeli Air Force Leader. Ja, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann seid ihr wirklich sehr interessiert an dem Spiel, denke ich mal. Und da sind noch ein paar Kleinigkeiten zu klären. Und zwar müssen wir den Sheet noch aktualisieren, da hat sich ein kleiner Fehler eingeschlichen. Und zwar, jeder Pilot bekommt einen XP, wenn er die Mission geflogen hat. Und zusätzlich bekommt jeder Pilot noch ein XP, wenn das Ziel zerstört worden ist. Ja, das heißt, er würde noch ein XP bekommen, also Storm, dann Crusader bekommt noch ein XP und Maus bekommt noch ein XP. Zusätzlich haben wir einen hohen Preis gezahlt, müssen wir auch aktualisieren, und zwar Crusader hat seinen Fighter Pilot abgegeben oder verloren sozusagen durch diese gemeine Eventkarte. Müssen wir natürlich auslöschen hier. Und wir haben hier einen Level-Up von Storm, ja, der hat ja Brave, der bekommt für jeden Schaden, den er angeschossen wurde, bekommt der ein XP und jetzt hat er 5 XPs insgesamt. Das heißt, wir dürfen ihn umdrehen und wir machen das gleich mal. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das sehen, Storm ist jetzt Average. Und dann drehen wir den um. Jetzt ist er geskillt. Ja, das heißt, er hat 5 XP. Jetzt ist er skillt mit 6 XP. Der Schaden bleibt natürlich gleich. Der Skill bleibt auch drauf. Und hat sich da was verbessert? Ja, er hat jetzt dieses Minus 1 hier verloren. Und dieses Plus 0. Und stattdessen hat er, na doch, Minus 1 bleibt gleich. Er hat bei Shaken minus 1, aber wenn er okay ist, dann hat er plus 1 dazu bekommen bei R2R und er hat jetzt einen Situational Awareness Marker, der ist richtig geil. Ja, da erkläre ich euch noch, was passiert denn eigentlich, wenn hier ein Pilot über diese Zahl drüber kommt mit seinem Stress. Ja, dann wird er unfit, das heißt, er wird fluguntauglich sozusagen. Er muss alle Waffen und Pots, die er besitzt, abwerfen und kann nicht mehr Unterdrückungsattacken machen, kann nicht mehr angreifen, aber er kann sowohl ausweichen gegen die Angriffe. Ja, auch kann er nicht mehr für nächste Missionen eingesetzt werden, solange er sich nicht regeneriert, mindestens auf Shaken hier. Ja, toll, hatten wir einen Level Up, das ist echt cool. Ich habe natürlich noch ein paar Flugzeuge, die ihr jetzt nicht im Bild habt, aus Platzgründen. Die habe ich hier auf der Seite, aber die werden wir dann später wahrscheinlich wiedersehen, jetzt gleich. So, dann radieren wir hier die XPs wieder aus. Oder ihr könnt sie auch stehen lassen. Dann hier auch die 5. Denn er braucht jetzt 6 XP für den nächsten Level-Up. Also eine 6 eintragen. Und das A kommt weg für Average und wir tragen hier ein S für Skilled ein. Ja, so sieht es jetzt aus. Und dann hoffe ich, dass die zweite Runde jetzt auch gut verläuft. Ja, also der hat doch einiges einstecken müssen, Storm. Ich überlege schon, den zu Hause zu lassen. Aber wir haben jetzt den zweiten Turn. Wir beginnen wieder mit Draw Target Cards. Ja, und jetzt seht ihr hier den Sheet, diesen Track hier, Recon 4. Das ist natürlich nicht so toll. Und Invasion sagt Recon plus 1. Ich muss also 5 Karten ziehen. Die erste Karte. Ein Fixed Secondary. Ja, also ich habe es jetzt echt schon ein paar Mal gespielt, muss aber auch bei den Fähigkeiten der Karten natürlich oft nachsehen. Das sind echt viele. Und Fixed ist nochmal, ja genau, die Jaden Weapons, also hier kein Effekt. Dann die nächste Karte. Was haben wir hier? Fighter Sweep. Da haben wir dann ein Objective. Ah, da würden dann 4 MiG-17 ins Spiel kommen.
die befinden sich hier irgendwo. Also sehen wir dann, falls wir sie gewählt haben oder wir müssen sie dort ziehen, die bringt er dann ins Spiel. Die bleiben dann auf der Karte liegen sozusagen und die müsst ihr dann umhauen. Also da suchen, wo der Counter für die Mix 17 sich befindet. Ja, nächste Karte. Das heißt, ihr braucht hier, ihr habt natürlich auch keine Lebenspunkte drauf, ihr müsst nur diese 4 Mix beseitigen. Ja, hier haben wir Secondary Vehicle. Auch nicht schlecht. Dann die vierte Karte, ein Convoy. Ich zoome da dann nochmal ran, damit ihr das sehen könnt. Mit Secondary Soft und Vehicle. Noch immer kein Invasion. Cool, also ich habe echt Glück, gerade keine Invasion-Karte, Leute, das ist super, die mir hier den Track noch weiter oben schieben würde. Ja, ganz nette Ziele eigentlich hier, finde ich. Ich würde auf jeden Fall jetzt einmal die Tanks nehmen und machen die Wahl hier schnell, damit es auch nicht zu lange dauert einmal. Wir nehmen hier die Tanks, hier haben wir Secondary und Vehicle. Und weil ich Tanks gewählt habe, darf ich ein sekundäres Ziel auswählen. Da holen wir uns die Truppentransporte. Ja, die braucht aber 8 Treffer mit 3 Flugzeugen. Auch nicht so easy, wie es aussieht. Aber Soft, ja, müssen wir dann schauen, ob wir irgendwo eine Softwaffe dabei haben. Müssen wir dann, werde ich dann bei den Waffen durchchecken. Also unser sekundäres Ziel. So, wir haben Select Target abgeschlossen, Glück gehabt, keine Invasion gezogen. Dann werden die Gegner gezogen. Und zwar haben wir hier Sites in the Approach Areas, eine. Schauen wir mal. Also ich sehe natürlich nicht den gehabt. Einmal. Zweimal, dreimal, viermal und jetzt noch einen für die Mitte. No Sight, also totales Glück, Leute, echt totales Glück gerade. Ich lasse die jetzt mal liegen. Das ist ja echt top, das Ganze. Ja, aber es kommt immer irgendwas noch dazwischen, wie ihr vorher gesehen habt. Ja, das haben wir gemacht. Es sei ein Pilot. Jetzt schauen wir mal, wer die Mission fliegt. Ich traue mich fast nicht, Storm da reinzuschicken. Er hat 6 Stress Ace, also schon Shaken. Das heißt, ich werde ihn in diesen 2 Targets zu Hause lassen. Den seht ihr erstmal nicht. Der kommt natürlich auf die Seite. Die Waffencounter werden ja abgeworfen von der letzten Mission. Klar. So. Schade, wäre ein toller Flight Leader gewesen. Und für diese Mission brauchen wir 4 Hits. Das würde echt cool sein. Es kommt ein Bandit in jede Approach Area. Ich würde auf jeden Fall sagen, wir nehmen Cook Tabach mit. Also Cook. Der hat zwar nur 3 Gewicht, aber der wird ordentlich mit Bomben, der wird eine fette Bombe mitschleppen. Dann nehmen wir noch mit. Wer hat da nochmal den Gunfighter drauf? Schauen wir mal. Gunfighter war Cook. Genau, Cook hatte den. Timely wäre auch interessant. Den habe ich gestern noch Timely verpasst. Das macht, macht einen Air-to-Ground-Attack auf eine 10, wenn ich den Counter abwerfe. Den werde ich noch hier lassen und für das andere Target wählen wahrscheinlich. Schauen wir mal.
Also ich würde sagen, Brick geht auf jeden Fall auf das zweite Ziel. Hier darf ich auch drei Flugzeuge zuweisen. Hier darf ich nur zwei Flugzeuge zuweisen. Ihr seht, dadurch sind es auch weniger Gegner. Ich habe da auch echt Glück gehabt. Und da müssen wir jetzt einen guten Partner finden für ihn. Nur zwei Flugzeuge, da überlege ich schon, ob ich nicht doch lieber. Na, das passt schon. Der Air-to-Ground plus 3, das muss einfach klappen. Wir brauchen jemand mit. Ich nehme mal mit ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, Warrior Lochem wird damit fliegen. Auf diese Mission. Gib mir das alte Target beiseite. Und dann hätten wir die zwei Flugzeuge für dieses Target. Und dann haben wir noch hier die Truppentransporter. Wie schon erwähnt, Brick wird damit fliegen. Dann haben wir noch. Puh. Auf jeden Fall noch. Ah, der hat nur drei. Oh, der Green, der ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Der hat drei Gewicht nur. Hat zwar keine schlechten Werte, plus 0, plus 0, aber nur drei Gewicht. Aber ich überlege schon, den mitzunehmen. Aber hier haben wir ein Target, das 8 Hits braucht. Das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Das ist wirklich sehr viel. Ich glaube, ich werde Crusader nochmal mitnehmen. Und ich nehme Scorpion mit. Ja. Somit kommen die restlichen Flugzeuge hier wieder weg. Quick Hands. Oder auch noch. Und so drauf. Quick Hands auf Warrior. Nicht vergessen. Warrior hat Quick Hands drauf. Ja, die Counter können da schon verrutschen. Wie gesagt, mit Platz und Kamera ist es nicht so einfach. So. Also Warrior hat Quick Hands. Das bedeutet plus 1 auf alle Luft-Boden-Ziele, also wenn ich quasi auf den Boden schieße, aber nur gegen das Ziel, ja. Air to Ground against Target. Also ist richtig cool. Da kommt da schon plus 1 dazu. Warum nicht? Ja, ich überlege fast, man könnte eine Rein-Raus-Aktion starten, einfach nur mit den zwei Anflug machen, bomben und wieder weg. Das wäre auch eine Idee. Aber da bräuchte man schon viel Glück. Na, ich gehe auf Nummer sicher. Puh, das ist wirklich schwierig. Quick Hands wären hier auch toll. Ich glaube, aber er hat Cooldown 2. Ja, ich glaube, wir lassen es einfach mal so. Ja, also ihr seht schon, da kann man richtig toll überlegen. Es gibt hier wirklich Entscheidungen. Ich könnte mir das noch mehr Zeit lassen. Ja, ich überlege gerade, vielleicht Warrior mit Brick zu tauschen. Aber wir lassen das jetzt einfach mal. So, und dann gehen wir zum nächsten Punkt. Arm Aircraft. Also jetzt werden alle bewaffnet, die an dem aktuellen Target gerade mitfliegen. Das wären die zwei hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt, also das dauert einige Zeit, bis ich mir hier die Waffen überlegt habe, die ich mitnehme. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Ja, und da sind wir auch schon fertig mit der Bewaffnung. Und dann würde ich sagen, werden wir dann gleich loslegen. Ein paar kleine Punkte habe ich noch, die ich euch dann erklären werde. Und zwar, was passiert, wenn ich einen Piloten verliere und welche Minuseffekte habe ich noch im Dogfight, also im direkten Kampf in demselben Gebiet mit einem anderen Flugzeug. Das wird, denke ich mal, sicher auch passieren. Ja, ich habe jetzt bewaffnet. Guck mit einer BLU. Dann haben wir einmal eine Rakete für Guck und wir haben einmal eine M118, eine richtig starke Bombe mit 4 Gewicht. Bei Warrior Lochem, ich hoffe, der kommt durch damit. Und zweimal eine M9 mit Reichweite 1 für den Luftkampf.
Ja, die Mission zeige ich euch nochmal. Die sieht zwar jetzt richtig einfach aus, hier auch auf dem Plan, aber es kommt wirklich darauf an, welche Flugzeuge ihr auch wählt. Ja, also 3 ist schon wirklich wenig Gewicht, aber mal sehen, wie es verläuft. Und vor allem, natürlich braucht man auch ein bisschen Glück, aber das gehört ja dazu. So, dann gehen wir hier Draw Target Event Card. Hier haben wir AAA Vehicles. Oh, also, die ist schlimm. Spend 2 SO Points or an attack against 2 random aircraft. Also, ich kann jetzt 2 SO Points ausgeben von meinem 5. Und wir erinnern uns, habe ich keine Special Points mehr, dann ist die, habe ich sofort verloren, das Spiel. Wenn ich das nicht mache, dann muss ich einen Würfel würfeln. Also, ich bekomme 2 Angriffe auf 2 zufällige Ziele. Bei 1 bis 8 Stress plus 1 und bei 9 plus Damaged, also das ist auch nicht geil, da verliere ich alle Waffen und bekomme 2 Stress. Uff. Aber ich möchte die SO-Points nicht ausgeben, ich habe ja nur 5, denn wenn ich einen Piloten verliere, triggert der Effekt hier, Pilot Loss Penalty, und der ist moderat, es gibt sozusagen, ist das die Schwierigkeitsstufe, denke ich mal. Es gibt ja Low, Moderate und eine fällt mir jetzt gerade nicht ein. Also 3 Stufen und bei moderat ist es so, dass ihr dann 2, also bei einer kurzen Kampagne verliert ihr dann 2 SO-Points, weil ihr den Pilot verloren habt. Also pro Pilot 2 SO, das ist dann echt heftig und das sofort. Ja. Also werde ich das nicht machen und ich muss 2 zufällige Attacken würfeln. Hier habe ich noch eingestellt. Natürlich fliegen wir auf Mission 13. So, machen wir das Ganze mal. Also, Cook ist 1 bis 3. Geht auf Cook. Hoppala, das war eine 7. Ich bekomme einen Stress. Also, wenn ihr Pech habt, dann ist der Pilot sofort zerstört. Das ist zwar hart, gehört aber zum Spiel. Also, ihr habt hier zwar wirklich wenig Hits drauf. 5 mit der Einstellung, aber ja, es gehört dazu. Dann nächste zufällige Attacke trifft nochmal Cook mit einer 6, noch ein Stress dazu. Wir sind glimpflich davon gekommen. Diese Karte hat mir schon mal 2 Flugzeuge vernichtet von 5. Das war echt heftig. Einfach umdrehen. So. Und gleich der nächste Schritt. Die Flugzeuge platzieren und die Höhe einstellen natürlich. Ja, ich würde sagen, Cook startet mit Low und Warrior wird auf High starten. Ja, ich denke, das könnten wir so machen. Oder Cook startet auch auf. Dann könnte Cook hier gleich. Na. Schwierig. Ich denke, Cook startet auch high, weil vielleicht kann er. Na, kann er keinen. Er bleibt einfach auf Low, weil bei ihm ist es jetzt egal. Mit seiner MG ist er zwar ziemlich stark. Na, ich lasse den Coup mal auf Low. So, dann Determine and Place Bandit. Jetzt ziehen wir die Flugzeuge und zwar in jede Approach Area einen. Dann mixen wir das Ganze mal durch. Und natürlich ziehen wir das Ganze verdeckt, um nicht zu schauen. Einmal eine MiG, dann haben wir einmal, was haben wir hier? Noch eine MiG. Das ist heftig. Einmal No Sight.
Hoffentlich kommt keine mehr dazu, das wäre jetzt echt, echt heftig, Leute. Und, oh, No Sight, Gott sei Dank. Also die No Sights werden gleich entfernt. Die Mik hier hat aber einen plus 3 zu Hit, ja, also ich kann sie leichter treffen. Der ist Gott sei Dank weiter weg, das heißt, den muss ich einmal bewegen. Zweimal sogar, denke ich. Ja. Dann im Center wird kein Bandit gezogen. Nächster Schritt. Intel Air Defense Adjustment. Jetzt sehen wir diesen Track hier. Intel plus 1 Center Side. Da ziehen wir jetzt einmal für Center. Oh, no Bandit. Cool. Also jetzt haben wir Glück gehabt. Aber ihr habt gesehen, wäre jetzt noch ein drittes Flugzeug gespawnt und hier in der Center Area auch, das ist wirklich extrem schwierig, das zu machen. Das heißt, diese beiden Flugzeuge, weil man nur zwei wählen darf, müssten dann in die Area und so schnell wie möglich das Ziel zerstören und dabei überleben. Also da muss man wirklich eine schnelle Rein-Raus-Aktion starten bei dieser Mission, was jetzt mit diesen wenigen Gegnern auch schon sehr schwierig ist. Noch eine Info, wenn hier statt plus 1 Center gibt es dann eben No Change und minus 1 Bandit oder minus 2 Bandits. Das heißt, ihr dürft euch dann also nicht weniger ziehen, sondern ihr dürft einen von diesem Plan entfernen, einen beliebigen. Ja, also da kann man schon richtig geile Boni abgreifen, aber so weit kommt ihr dann meist erst bei einer langen Kampagne. Da braucht man das ja auch. So, genug gequatscht. Draw over Target Event. Oh Gott, meine Piloten erleiden minus 1 auf alle Unterdrückungswürfelwürfe. Das ist heftig. Das finde ich auch nicht toll. Ja, dann nächster Schritt. Place Turn Counter in One Box. Haben wir. Und dann geht's los. Fast Pellets Attacks haben wir keine. Dann greift mich der Gegner an. Der kann nicht, ist außer Reichweite. Die Stellung hier mit den Leuten natürlich auch nicht. Der ist ganz hinten auch nicht. Der hat auch keine Reichweite. Also werde ich glücklicherweise nicht angegriffen. Ja, keine Luftabwehrrakete mit 2. Also echt cool gezogen gerade. Haben wir Glück gehabt. So, dann Slow Pilots Attack. Ja, leider sind sie auch außer Reichweite von meiner AIM. Ja, 1, 2. Reichweite hier. Also, ihr seht schon, 1, 2 geht sich leider nicht aus. Aber das ist egal. Ich könnte eine Rakete auf den hier abfeuern. Aber ich hätte mir gedacht, ich werde mir die Rakete für den hier aufsparen und hoffe, dass der mich nicht killt. Ja, ich hätte da besser noch eine Rakete mitgenommen. Oder ich werfe die Bombe auf den hier. Und hoffe dann, na, das ist zu riskant, Leute. Wir werden nicht angreifen. Da darf ich mich bewegen und werde hier auf Low bleiben, damit ich den hier eventuell wegschießen kann. Dadurch habe ich die Gefahr, dass der mich angreift. Und dann würde ich sagen, ja, Warrior bleibt auf hoch. Okay, das war's. Dann bewegen sich die Gegner auf den nächsten. Und wenn sie gleich weit entfernt werden, dann wird es ausgewürfelt, zu wem sie sich bewegen. Ja, wenn er an verschiedenen Stellen steht, der kommt eines rein. Und außer sie haben Reichweite, dann bleiben sie natürlich stehen, wenn ihr in der Reichweite seid. Der bewegt sich auch eine Area nach vorne. Puh, so. Jetzt wird's interessant. Da könnt ihr auch noch entscheiden, ob ihr ihn in die Center bewegt oder hier lang. Da kann man auch zufällig machen, aber ich bewege den jetzt mal hier in der West Approach Zone. So,
Das Ganze geht von vorne los. Die schnellen attackieren, passiert nichts. Die Gegner greifen mich an. Jetzt machen wir erstmal die MiG 17. Greift mich an und jetzt habe ich einen Dogfight-Penalty. Ja, wer es nicht kennt, Dogfight ist in dem Fliegerjargon sozusagen der Nahkampf Flugzeug gegen Flugzeug im selben Bereich direkt auf Tuchfühlung. Und da bekommt er jetzt einen Abzug, je nachdem, wie viel Gewicht an Air-to-Ground-Waffen wir mitnehmen. Ja, ist ja vom Thema her auch korrekt. Bomben sind schwer und Boden-Luft-Raketen natürlich auch. Er brauchen viel Sprengkraft. Von daher sind die ja relativ schwer. Und er bekommt dann im direkten Nahkampf mit einem anderen Flugzeug, weil er dadurch an Wendigkeit verliert und Leistung verliert, eben Minus. Ja, das ist der Dogfight sozusagen. Und da haben wir jetzt bei 2 Gewicht habe ich noch nichts zu befürchten, bei 3 Gewicht minus 1 und bei 4 minus 2 und bei 5 schon minus 3. Ja, und schauen wir mal, wem die MiG angreift. Also wieder 1 bis 3. Oh, Cook, er greift Cook an. Und Warrior versucht, na, Cook versucht selber einen Suppress Roll zu machen. Jetzt haben wir verschiedene Modifikatoren. Ich brauche mit der Gun einen Suppress von 10. Ja, ich werde mit der Bordkanone angreifen, hat er Hit 10, Range 0 haben wir. Dann hat er Air-to-Air Bonus plus 2, das heißt, ich treffe auf eine 8. Dann haben wir minus 1 von der Eventkarte. Ich brauche eine 9, um zu treffen. Die MiG selber hat eine plus 3 hier oben. Das heißt, ich bekomme 3 auf dem Würfelwurf und benötige nur mehr eine 6, um die MiG hier zu unterdrücken. Ja, Suppress kann man mit jedem Flugzeug machen, aber nur einer darf einmal versuchen zu suppressen in der Attacke. Und Cook versucht es, ich brauche mindestens eine 6. Bitte schaff's. Oh, eine 2, Pech gehabt. Dann wird der Bandit jetzt angreifen. Eine 3. Ja, Glück gehabt. Das war echt knapp. Ich treffe ich. Also ich habe ihn nicht unterdrückt. Er macht mir keinen Schaden. Jetzt kommt die Side dran. Cook fliegt tief und kann jetzt versuchen, die Side zu unterdrücken. Ja, da bekomme ich jetzt keinen Bonus. Er macht es auch mit der MG. Er könnte es auch mit der Rakete machen. Die hier, da will ich plus 3 bekommen für Unterdrückung, aber die will ich mir jetzt aufheben, weil ich fliege dann aus seinem Gebiet natürlich. Puh, also nochmal eine 10 hier, minus 1 plus 2 bedeutet, ich habe plus 1 Bonus und treffe bei einer 9, 9 plus. Schauen wir mal, ich unterdrücke ihn. Eine 10! Eine 10, ja, es ist echt geil. Aber wir müssen dann noch was machen. Ja, wir haben ja einen Dogfight-Penalty bei ihm sozusagen mit einzurechnen gehabt. Der hatte minus, also der hat 4 Gewicht. Das heißt, ich hätte ja sowieso nochmal vorher minus 2 auf meinen Roll bekommen. Er hat 3, ja, das heißt, er bekommt minus 1 nochmal dazu. Und hätten trotzdem bei einer 9, ja, is attacking a bandit. Ja, das zählt natürlich, Dogfight zählt natürlich nur, wenn man gegen andere Flugzeuge kämpft. Ist klar, steht ja auch hier drin, damit ich es nicht vergesse und richtig mache. If an aircraft is attacking a bandit at range 0, use the following table to determine the penalty applied. Ja, also natürlich nur gegen andere Flugzeuge. Also, wir haben mit einer 10 getroffen, habe ihn unterdrückt mit meinem MG-Feuer. Er macht keinen Schaden. Ja, geil, oder? So, die können nichts mehr machen. Jetzt bin ich dran. Also, beide habe ich unterdrückt, beziehungsweise ihn nicht. Jetzt bin ich dran. Slow Pilots Attack. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt drauf. Oh, das wäre ein geiler NG-Schuss gewesen. Cook
feuert die Rakete ab auf die SA-9. Ja, meine Rakete hat Reichweite 1. So, Cook hat Air to Ground plus 3. Ich benötige eine 7, das heißt mindestens eine 4, um den zu treffen. Schauen, checken wir noch andere Modifier. Nein, haben wir nichts mehr. Eine 6. Die Rakete trifft, macht einen Schaden. Der ist weg. Cool. Dann ist Warrior dran. Der feuert jetzt eine oder beide ab. Eine oder beide. Das wäre jetzt interessant. Wir versuchen es mit einer, denn wenn ich treffe, habe ich noch eine Rakete für ihn hier. Ich hoffe, ich habe Glück. So, eine M9 auf die MiG. Aber wir haben natürlich plus 3, ja, Warrior hat minus 1 auf Air-to-Air, das heißt, ich bekomme eine plus 2. Ich benötige eine 6 mit plus 2, heißt, ich muss eine 4 mindestens würfeln. Ja, warum nicht? Also 6 minus 1. Ah, das wäre echt cool. Das wäre eine 7 und plus 3, eine 4 mindestens. Ja, stimmt schon. Eine 7, bam, ausgeschalten. Rakete weg. Geil gemacht. So, ja, das ist schon cool, diese Aim, die Standard-Luftwaffen. Ja, ihr seht nochmal hier Reichweite 1. Ich kann auf 0 bis 1 schießen. Aber zur Info, wie im vorigen Video gezeigt, wenn eine 0 abgebildet ist, die rot ist, dann könnt ihr auf 0 natürlich nicht attackieren. Hier seht ihr zum Beispiel bei dieser Bombe, ja, also zur Info, die hat bei Low 0, ja, das heißt, ihr müsst tief fliegen, dann habt ihr Reichweite 0 und bei Hoch habt ihr Reichweite 1. Da gibt es schon wirklich Differenzen bei den ganzen Waffen. Haben wir hier noch eine als Beispiel? Na egal, ich habe es im vorigen Video schon mal gezeigt. Ja, weiter geht's mit Aircraft Adjustment. Quick Hands hätten wir auch noch gehabt. Was macht das nochmal Quick Hands? Ich muss da immer nachsehen, Leute. Sorry, aber das muss man sich alles mal merken. Quick Hands. Air to Ground Rolls, ja. Also, wenn der die Bombe abwirft, wird es schon cool. Und Gunfighter ist plus 1 to Cannon Attack Rolls. Da hätte ich auch noch dazu zählen können. Gunfighter. Zählt dann auch natürlich gegen Suppression, ist ja auch eine Kanonenattacke. Gut, wir bewegen uns und jetzt fliegen beide low. Jetzt gehen wir in den Tiefflug und wollen die Panzer angreifen. Dann bewegen sich die Bandits, der kommt in die Center. Und der Turn Counter kommt natürlich auf Turn 3. Ja, wir sind ja jetzt. Haben wir jetzt ein, also Turn 1 haben wir gemacht, Turn 2 kommt jetzt. Beziehungsweise wir sind jetzt in der dritten Runde, so ist es. Das habe ich vorher vergessen zu machen. Ja, Fast Pilots Attack. Da passiert nichts. Dann Sights and Bandits Attack. Die MiG greift mich wieder an. Diesmal versucht er, also guckt wieder Unterdrückungsfeuer. Wir haben keine Dogfight-Strafe, also keine Dogfight-Penalty, weil wir Gewicht verloren haben. Die BLU hat 2 Gewicht, also kein Minus. Minus 1 durch die Eventkarte wieder. Plus 2 von Air-to-Air-Bonus, plus 1 von Gunfighter. Also die plus 1 egalisiert die Karte sozusagen, also bekomme ich plus 2 auf meinen Roll und plus 3 von der MiG. Ihr seht schon, ich brauche eine 5, weil bei 10 trifft die Kanone normalerweise mit meinen ganzen Boni mindestens eine 5. Oh, eine 4, checken wir nochmal die Boni.
Nein, leider, das hat nicht gereicht. Oh. Schauen wir mal, wen die angreift überhaupt. Sollte man auch noch checken. Eins, ja, das ist Cook. Ich könnte freiwillig zwei Stress nehmen, um auszuweichen. Dann würfel ich zweimal den W10 und suche mir das Geringste aus. Oder ich riskiere es. Ach, ich riskiere es. Der braucht eine 6, um zu treffen. Schauen wir mal. Eine 4 haben wir gewürfelt. Ja? Er trifft nicht. Coole Sache. Dann bin ich an der Reihe. So, jetzt wird gebombt, Leute, dass es gerade so eine Freude ist. Und zwar die BLU als erster. BLU hat 3, 7 und 10 auf das Ziel. Plus 3 auf Air-to-Ground-Roll. Ja, das heißt, wir haben den ersten Treffer sozusagen ja schon gratis eigentlich. Jetzt geht es nur darum, wie viel Schaden wir machen. Puh, also, Air-to-Ground zählt nichts, da passt alles. Oh Gott, eine 3. Ja, dann haben wir eine 6. Nein. Ich mache einen Treffer mit dieser Waffe. Ach, das ist jetzt blöd. Ach, das ist jetzt blöd. Aber so ist es nun mal. Ah, da habe ich plus 3 Bonus. Habe ich da irgendwas vielleicht übersehen? 3 plus 3 haben wir 6. Gunfighter zählt nur für Guns, ja. Ah, oh, das tut mir jetzt aber weh. Einen Schaden auf das Ziel. Ah. Oh. Also, Scheiße. Ja. So kann es laufen. Dann greift jetzt Warrior Lochem an. Mit der M118. Der bekommt jetzt Quick Hands, natürlich vom Skill und plus 1 Air-to-Ground Bonus. Das heißt, wir würfeln uns das Ganze jetzt mal aus. Schauen wir mal. Komm jetzt, komm, 4 Schaden und das Ziel ist tot. Eine 6, dann haben wir plus 2 ist eine 8. Ja. Oh, das wird knapp. Ihr seht hier, ich habe insgesamt eine 8 gewürfelt. Das heißt, das Ziel bekommt jetzt 3 Schaden. Aber ein Auge hätte ich noch gebraucht, dann wäre das Ziel jetzt zerstört. Also haben wir hier 4 Schaden auf dem Ziel. Oh. Übel. Das ist übel, das ist ganz übel. Das ist richtig übel. Oh. Ja. So, jetzt kann ich die Höhe wieder einstellen. Das ist nicht so einfach. Ich muss auf Low bleiben, damit ich mit der Gun das Ziel beschießen kann. Oh, das ist ja. Ja, die Höhe bleibt. Die Gegner bewegen sich, brauchen sich nicht bewegen. Advanced Turn Counter und es geht von vorne los. Turn 4. Das ist jetzt echt knapp. Dann greift mich der Bandit an. Wem nimmt er ins Ziel? Wieder Cook. Also der hat voll auf Cook abgesehen. Cook versucht ihn zu unterdrücken mit minus 1, plus 1 egalisiert sich, plus 2, plus 3, ich brauche eine 5 mindestens. Eine 4, nein! Nein! Ja, was ist das jetzt? Sagen wir 3. 3 oder 5 wäre egal gewesen, ja, da ist er in der Ecke geklemmt. 3 oder 5,
Aber die Bandit trifft erst bei einer 6, also alles noch im Rahmen. Dann sind meine Piloten dran. Ja. Cook feuert jetzt auf das Ziel mit Air-to-Ground-Bonus von plus 3. Und schauen wir mal, ob wir das Ziel treffen. Das heißt, Gunfighter. Plus 1, also plus 4 habe ich bei ihm. Er hat zwar wenig Gewicht, aber ist ziemlich geiler Fighter. Das heißt, ich habe plus 4 Bonus, jetzt treffe ich mit einer 6. Nein, das war's nicht. Dann Warrior hat plus 1 und Quick Hands. Ja, nochmal plus 1 auf Air-to-Ground Rolls. Also eine 8. Oder nein, nein. Nein. Entweder mache ich das Ziel alle oder ich versuche die Bandit zu killen. Ich versuche die MiG wegzuhauen mit meiner Aim. Dann nervt die mich nicht mehr. Boah, die MiG. Boah, das ist jetzt spannend. Ach, so spannend. Er ballert auf die MiG. Dogfight Penalty haben wir keinen mehr. Dann minus 1 auf Air zu Air. Leider. Plus 3 auf die MiG. Das heißt plus 2 auf meinen Würfelwurf. Ich brauche eine 4 mindestens, damit die Aim trifft. Eine 2! Nein, sie verfehlt! Was ist los? Oh. Ja, dann passiert nichts weiter. Ich ändere meine Höhe nicht. Und nächste Runde, letzte Runde, Leute. Die MiG greift an. Schauen wir mal. Eine 4. Das heißt, Warrior wird angegriffen. 3, die MiG trifft nicht. Die ist auch voll daneben, diese MiG. Macht keinen Schaden. Und jetzt wird's spannend. Cook greift das Ziel an. Also Slow Pilots Attack. Mit 4 auf Air to Ground. Das heißt, ich brauche jetzt mindestens eine 6, um das Ziel zu treffen. Nein, eine 3. Nein. Nein. Schade, was ist los mit Ihnen? Boah. Boah. Das ist übel. Ja, Cook verfehlt. Dann Quick Hands plus 1 und plus 1 Air to Ground von Warrior. Ich brauche eine 8, um das Ziel zu treffen. Was ist mit dem Würfel? Der hat nur 3. 2, 3. Krass. Ja, ich habe das Ziel nicht geschafft. Leider. Oh. Oh, das ist jetzt echt heftig. Oh. Ja, der Turn ist over und die Bandits werden alle entfernt. Die zwei kommen vom Spielfeld. Und wir machen noch Draw Homebound Event Card natürlich. Ziehen wir die nächste Karte. Jetzt zählt die untere Rubrik. Behalte diese Karte, um sie abzuwerfen und sofort eine neue Eventkarte zu ziehen, wenn sie gezogen wird. Geil! Ah, das ist mal eine coole Karte. Kann ich einfach eine Eventkarte neu ziehen? Auch nicht schlecht. Dann kann ich, wenn ich jetzt einen abgestürzten Piloten hätte, also verloren, dann könnte ich jetzt Search and Rescue machen. Ich zeige euch das noch, falls es in der Partie nicht passieren würde, dann würde das hier passieren. Ja, bei einer 9 Plus macht er eine schnelle Rettung. Ja, Quick Recovery, er wird gefunden und bekommt 3 Stress, 6 bis 8. Er wird sozusagen unterm Gefecht wieder gefunden und mit nach Hause genommen. 5 Stress. Oder wir haben hier Missing in Action. Ja, der Pilot ist verloren bei einer 5 oder weniger und wird komplett aus dem Spiel entfernt und ihr könnt keinen neuen mehr kaufen.
Ja, dann bekommt ihr aber noch, das sieht jetzt wild aus, plus 1 für jeden Gewichtspunkt, den ihr abwerft von den Flugzeugen im Gesamten und plus 2, wenn ihr zerstört wurde während eines Target-Bound Events, ja, also während einer Eventkarte kann das passieren zum Beispiel. Da könnt ihr nicht viel damit machen, daher bekommt ihr da einen plus 2 Bonus, wenn das passieren würde. Und add one to the die roll if the target was destroyed. Ja, also hätten jetzt Ziel zerstört, als Bonus auch nochmal plus 1. Also es ist schon möglich, den Piloten hier auch zu retten. Das ist jetzt wirklich ganz schlecht gelaufen. Ja, ich bin natürlich nicht böse deswegen, das war wirklich extrem spannend. Auch wenn der Würfel jetzt ein bisschen versagt hat, aber das gehört dazu. Ja, thematisch muss man sich vorstellen, die sind da halt wirklich unter Stress gestanden, das geht ja schnell, und haben es einfach nicht mehr geschafft, den letzten Panzer zu töten. Ja, schade eigentlich. Oh, ja, dann Invasion Counter haben wir nichts. Draw Escalation Card haben wir auch nicht. Da noch eine Info, falls ihr das nicht sehen werdet, nochmal. Wenn ich eine Escalation-Ziel angegriffen habe, muss ich seine Karte ziehen und habe ich schon erklärt, je nach Tage, die ich noch über habe, muss ich entweder eine neue ziehen, falls die nicht triggern würde, und die haben dann einen permanenten Effekt für den restlichen Spielverlauf. Das muss man auch noch gut entscheiden, was man hier angreift. Ja, Mission Outcome gibt es jetzt nicht viel zu machen. Also jeder bekommt. Der geflogen ist, bekommt generell ein XP. Ja, wir haben hier Cook. Cook ist die Mission geflogen. Der bekommt ein XP. Warrior war auch dabei. Der bekommt auch ein XP. So, dann bekommen wir Stress von der Mission. Das wären dann hier. Drei Stress, jeder Pilot. Das ist echt heftig. Das ist echt heftig. Drei Stress, wir können den ist eher auf 5. Und der hier auf 3 natürlich. Ja, diese werden natürlich jetzt noch nicht eingestellt. Wir haben ja noch ein zweites Ziel. Und Record Pilot Experience and Stress. Denke ich mal, habe ich jetzt nichts vergessen. Das dürfte passen. So sieht es dann im Endeffekt aus. Puh. Das ist echt heftig. Hier könnt ihr noch den Target-Status eintragen. Ja. Wir haben das Target undamaged. Ja. Also damaged schon, aber wir haben das Target gedamaged. So, puh, 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 puh. Natürlich könnt ihr den Rest auch noch eintragen. Können wir auch machen. Starting SO Points 5. Wir haben keine benutzt. Und übrig bleiben 5 natürlich. Ja, jetzt sieht das blöd aus, weil ich muss da ein bisschen blöd schreiben mit der Hand. Victory Points 0. Das Spiel ist so geil. Ja, dann wird das Target entfernt. Ist keine Invasion-Karte, bleibt nicht mehr liegen. So, was jetzt passiert ist, das zweite Target kommt ins Ziel, das Secondary Target. Mir schwant Übles. Ich hoffe, ich würde es schaffen. Also diese Karte hätte mir auch einen Siegpunkt gegeben. Schade, dass ich es nicht geschafft habe. Dann kommen die drei ins Spiel, die ich zugewiesen habe. Scorpion, Crusader und Zalban. Die werden wir dann gleich bewaffnen, aber wir machen natürlich noch den Rest des Spielaufbaus. Und zwar Draw Target Cards müssen wir überspringen. Wir haben ja schon ein Target. Sites platzieren. Wir haben hier eine Site in jeder Approach Area. Dann mischen wir das Ganze nochmal durch. So, eine SA3. Noch eine SA3. Oh, das wird heftig. Boah, das wird heftig. Da haben wir keinen. Und der bleibt noch liegen.
Wir haben den nicht noch in der Mitte einen Side. No Side. Okay, diese Counter werden dann entfernt. Ja. Jetzt könnte ich natürlich noch die Piloten zuteilen, aber das macht man ja schon vorher. Ja. Aber ihr könnt es natürlich auch so machen, dass ihr das strikt nach der Liste macht. Assign Pilots, ihr zieht erst die Sides und dann teilt ihr die Piloten zu. Das wäre auch möglich. Puh, bu, 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 bu. Aber ich mache das natürlich auch gerne vorher. Aber wie gesagt, wenn ihr es noch taktischer haben wollt, nicht so glücksbasierend, dann macht ihr das so, dass ihr das Target anbringt und dann weist ihr die Piloten zu. Ja, das haben wir gemacht und jetzt Arm Aircraft. An dieser Stelle werde ich unterbrechen wieder, meine Flugzeuge bewaffnen und dann geht es gleich wieder weiter. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder zurück. Ich habe meine Flugzeuge jetzt bewaffnet. Es macht einfach so Laune, dieses coole Spiel. Ja, ich bin jetzt sicher 15 Minuten da gesessen und habe überlegt und taktiert, was könnte ja noch kommen, wie bereite ich meine Flugzeuge darauf vor, welche Waffen nehme ich mit. Das ist echt sehr, sehr cool. Ja, ja. Dann haben wir das gemacht mit dem Bewaffnen. Dann ziehen wir, nein, ich zeige euch noch die Waffen, die ich mit habe. Klar, das wollt ihr ja auch sehen. Hier bei Brick habe ich eine M118 wieder mit. Diesmal trifft die garantiert, wenn er es zum Ziel schafft, weil er hat ja Timely. Und Timely sagt, ich kann den Marker ausgeben, er hat ein gutes Timing und die Bombe trifft mit einer 10. Ja, also ein Autohit sozusagen. Dann habe ich drin eine CPU. Ihr seht hier, das S plus 4 gibt mir bei Soft Targets einen Bonus von plus 4 auf den Würfelwurf. Ja, auch nicht schlecht, weil das Target ist ja Soft. Das ist nur ein kleiner Konvoi vom Thema her. Dann haben wir hier zweimal die, also einmal eine M9 mit 1 Reichweite und eine M7, die kennt ihr auch schon, mit 0 ist sie nicht verwendbar, aber bis zu 2 Reichweite. Hier etwas Spezielles. Eine AGM 12 trifft bei 2 bis 7, hat Reichweite 1. Ja, 2 bis 7, echt cool. Das ist fast ein fixer Treffer, aber diese AGM 12 gibt es hier drüben auf dem Sheet und die kostet, das seht ihr jetzt gerade nicht, auf dieser Liste Special Weapons. Die kostet mich einen Punkt, den wir dann noch weg, also eintragen. Und hier zweimal CPU. Hier wieder mit AIM-9 und AIM-7 bewaffnet ist. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Da habe ich lange überlegt, ob ich 4 Luftwaffen mitnehme. Aber wir sehen hier, es werden dann ein Bandit pro Feld auftauchen und 3 im Center. Und mit den No-Bandit-Countern weiß ich eben nicht, wie viele. Das müssen wir dann abschätzen. Und hoffen. Ja, und noch eine CPU dazu. Gut, das wäre die Bewaffnung meiner Piloten. Jetzt wird es echt spannend. Wir ziehen ein Target Bound Event. Natürlich haben wir noch Illusive Flight Pass. Ja, haben wir auch noch zur Verfügung, um das Event abzuwerfen, falls es nicht geil wäre. So, hier sind die Events natürlich. Zack, das oberste zählt. Keep this card to reroll any die roll. Wow, geil. Ja, jetzt habe ich mal positive Effekte hier. Ich kann sie abwerfen, um einen Würfelwurf zu wiederholen. Also echt der Hammer. Ja, warum nicht brauchen wir Lucky Break. Dann kommt jetzt Place Aircraft and Choose Altitude. Die nächste schwierige Entscheidung. Ja, so schwierig diesmal nicht, weil ich habe ja hier diese AIM 7, diese AGM 12, da habe ich vergessen, müssen wir noch nachtragen. Ja. Also wir befinden uns jetzt hier bei Target Nummer 20, hier drüben.
Tage 20 werden wir gleich eintragen. Target Nummer 20. Dann, es fliegen die Piloten mit. Und zwar Brick, Crusader und Scorpion. Crusader ist dabei. Brick, das markiere ich mir jetzt mit, damit ich die dann leichter finde. Und Scorpions. Also Scorpion. Ja, die beiden fliegen hier und ich habe schon mal einen SO-Point ausgegeben als Erinnerung. Den notiere ich mir auch gleich hier. Das kann man ja wieder aktualisieren dann später. Den ich ausgegeben habe für diese AGM-12. Okay. So, wo platzieren wir uns jetzt? Also die habe ich eher mit, nur für diese kleinen Targets, die hier rumstehen. Reichweite 0 bis 2. Ja, ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, die kann ich sogar bei High abschießen, das ist ja mega cool, aber das System SA3 sowieso egal, der schießt sowieso auf High und Low. Ja. Also Crusader startet erstmal auf High. Dann, weil es ja egal ist, dann kann er sich auch noch wehren. Startet Brick auch auf High, alle in derselben Zone, dass sich der Schaden hier ein bisschen verteilt, hoffentlich. Und Scorpion hat eine Aim, der startet natürlich auch High. Also alle kommen im hohen Anflug. So, jetzt werden die Bandits platziert. Jetzt wird's lustig. Sehen wir uns das Ganze mal an. Also, in jede Approach Area kommen jetzt ein Bandit und in der Center drei Bandits. Einmal keiner. Da kommt eine MiG-21, die hat plus 2 Bonus und Reichweite 1. Ah, was macht der Damage Counter hier? Der war nicht schlecht. No Sight, cool. Und No Bandit, No Sight. Ist ja geil. Also da haben wir jetzt echt nochmal Glück gehabt. Dann für die Mitte. Einmal, also drei für die Mitte. Eine MiG-21. Das habe ich mir gedacht, da wird es jetzt abgehen in der Mitte. Eine MiG-19. Und eine MiG-17. Ja, also da freut man sich vorher. Aber ja. So, dann werden die hier abgeworfen. Am Ende dieser Phase die German Place Bandits. Ich zeige euch mal die Gegner, die hier in der Mitte gespawnt sind, damit ihr es auch nah sehen könnt. Ah, die sind da jetzt aufgetaucht, die drei. Heftig. Heftig, deftig. So. Intel Air Defense Adjustment. Da haben wir wieder Intel Center plus 1. Also noch einen Marker ziehen. Ja, das ist wieder alle No Bandits rein. Das ist schon schön gebalanced. Ja, es kommen immer mehr Gegner ins Spiel, aber die Chance ist auch größer, dass er eine No Bandit zieht. Ja, okay. Haben wir eh schon genug Gefahr. Es ist wichtig, dass in der Mitte jetzt sich keine Stellung befindet. Aber die zwei haben sowieso eine Reichweite von 2. Das heißt, die sind extrem gefährlich. Und eine müssen wir ausschalten von den SA-3 Luftabwehrraketen. Ja, over the target Event Card. Eine Eventkarte. Wow! Also jetzt habe ich wirklich nur positive Karten, Leute. Fog, ja, das ist der Nebel. Und Sights erleiden minus 2 auf alle Attacken. Wow! Also alles, was die jetzt würfeln, minus 2, das ist geil. Warum? Ja, also der hat eine 9. Und bei 9 würde mir das Flugzeug sofort zerstören. Aber mit minus 2 kann der schon gar keine 10, also keine 9 mehr würfeln. Das ist schon mal sehr, sehr, sehr gut. Aber wir haben ja noch die Bandits hier.
Okay, dann Turn Counter in Box 1, das haben wir schon. Fast Pilots Attacks, wir haben hier keinen Fast Piloten. Dann Sides and Bandits Attack. So. Ja, die Karte kommt mir wie gelegen, jetzt wird's echt heftig. Ich kann jetzt keine Suppression machen, weil ich habe keine Rakete dabei. Dieses könnte doch die Air-to-Ground würde ich abfeuern können, aber das wäre mir voll zu schade. Die AGM hätte ich mir dann sonst gekauft. Also der greift an. Wir haben hier natürlich wieder unsere Würfelreihenfolge 1 bis 2, 3 bis 4, 5 bis 6. 4 bedeutet Crusader wird angegriffen. Ja, da hat minus 2 der Side. Ja, alle minus 2, das ist saugeil. 6 minus 2 ist 5. Der fügt mir einen Schaden, also einen Stress zu. Dann der greift auch die Zone an. Der hat mir Reichweite 2, 1, 2. Wen wählt er? 1, das wäre dann Brick. Eine 5, das wäre eine 3, der trifft nicht, Gott sei Dank. Also ihr seht schon, die mit 2 Reichweite sind schon wirklich gemein. Ja, dann sehen wir uns mal die Flugzeuge an. Die MiG-19 kann nichts machen, keine Reichweite. Die MiG-21 hätte Reichweite, aber nur 1, ja, also hierhin macht nichts. Die MiG-17 kann nicht, keine Reichweite und die MiG-21 kann auch nichts machen. Nein, sie liegt hier drüben, das wäre 1, 2 oder 1, 2. Also passiert erstmal gar nichts. Ja, dann haben wir alle Attacken abgeschlossen. So, dann kommt Slow Pilots Attacks. Jetzt darf ich zurückschießen. Jetzt wird's spannend. Beginnen wir mit Air to Ground oder Air to Airfight. Ich denke, die Bandits sind ziemlich schlimm. Die haben sowieso. Ich habe mir eine Air-to-Ground-Missile aufgehoben. Also eigentlich habe ich die AGM mit, weil ich die SA-3 beschießen wollte. Aber es sind so viele Bandits da. Puh. Dass ich erst meine M7 abfeuern werde von Crusader. Ihr seht, Reichweite bis zu 2. Die fliegt ziemlich weit und wir schießen auf. Wer ist der gefährlichste? Die MiG-21 trifft schon bei einer 4. Eine Rakete auf die MiG-21. Crusader hat plus 1 im Air-to-Air. Das heißt, wir brauchen eine 5, um zu treffen. Das wäre cool. Ja, eine 6 und die MiG-21 gibt es nicht mehr. Dann ist die M9 weg. So, dann das gleiche nochmal hier von Scorpion. Also Crusader hat angegriffen. Dann kommt Scorpion an die Reihe. Eine M7. Also vorher war auch eine M7. Sind ja beidseitig bedruckt. Hier ist M9 und M7. Aber es war natürlich eine M7, ganz klar. So, buh, wem schießen wir ab? Ja, die MiG-19 trifft bei einer 5, ist auch leichter zu treffen. Ich habe ja noch vergessen, der hätte auch noch einen Bonus plus 2 gehabt, also die hätte ich ziemlich leicht erwischt. Dann schießen wir auf die MiG-19. Obwohl, die ist leichter zu treffen, sie trifft aber auch leichter. Na, ich glaube. Ja, ist eigentlich egal, wir holen uns die MiG-19. So, er hat 0 Bonus, wir bekommen ein plus 4, weil dieses Flugzeug eben leicht zu treffen ist. Das heißt, ich brauche mindestens eine 2, um zu treffen. Das ist ein Kinderspiel. Ja, aber wie oft ist natürlich auch schon eine 1 gefallen.
Ja, dann ist der auch weg. So. Und Brick ist der hoch. Der kann jetzt nichts mehr machen. Das war's. Also wir haben zwei abgeschossen, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt kommt Aircraft Move and Adjust Altitude. Jetzt machen wir Folgendes. Brick fliegt erstmal tief. Falls ich es noch nicht erklärt habe, bei der Bewegung bewegen sich nur die Flugzeuge und nicht die Stellungen, außer irgendwelche Ausnahmen würden das befehlen. So, Brick fliegt low. Weil bei denen seid es sowieso egal, die attackieren low oder high. Dann Crusader geht. Der hat eine AGM noch mit, das wäre auch interessant. Aber ich glaube, Brick fliegt auch rein auf Low. Ja, der fliegt auf Low. Und ich würde sagen, Scorpion fliegt auch Low, weil es ist ja egal. In diesem Fall. Ja, das war's. Jetzt bewegen sich die Gegner. Der kommt rein. Er bleibt stehen, weil er hat Reichweite 1. Und es geht wieder von vorne los. Keine schnellen Piloten. Die Sides and Bandits Attack. Ja, dann machen wir die Sides zuerst. Erst die SA-3 schießt auf. Schauen wir mal. Auf die 2, das wäre dann Brick. Wir machen einen Suppression-Versuch mit einer Air-to-Ground-Attacke Maschinengewehr, also Cannon. Ich brauche eine 9, um zu treffen. Na, er hat plus 1. Ich brauche eine 8, um ihn zu unterdrücken. Schauen wir mal. Eine 10! Wow, also ich habe ihn unterdrückt, der trifft nicht. Dann greift die SA-3 an und zwar auf die 4, auf Crusader. Der versucht selber das Unterdrücken auf, na, geht nicht, Reichweite 1. Ja, die trifft minus 2 auf den Roll. 7 ist eine 5. Na, jetzt ist er schon auf 4. Bei 0 bis 6 ist er okay noch. Also geht das. So, dann die MiG-17 befindet sich bei uns. Sie greift an. Scorpion. Ja, sie fliegt auch low natürlich. Dann versuche ich zu unterdrücken. Schauen wir mal, da kriege ich einen Malus dazu. Dogfight. Da habe ich Gewicht 4. Gewicht 4 würde meinem Dogfight einen Malus geben von minus 2 auf den Würfelwurf. Da würde ich sagen, Scorpion versucht selber, der hat 0 Bonus, bekommt aber von der MiG plus 3, weil sie eben leicht zu treffen ist. Das heißt, ja, ich brauche eine 7 mit der Kanone. Eine 8. Bäm, es läuft, Leute, in der Mission. Es läuft, es läuft. Nichts passiert. Die MiG-21 greift an, Reichweite 1. Könnte ich jetzt versuchen zu unterdrücken mit einer Aim? Ob mir das wert ist, das ist eine andere Frage. Denn alle sind mit Bomben bestückt. Und so könnte ich beide noch abschießen. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Naja, ich glaube, ich bleibe noch eine Runde. Ich werde nicht bomben.
wäre schlimm, hey, wenn ich. Boah, ich könnte sie unterdrücken, aber sonst abschießen. Ja, ich werde nicht suppressen und hoffe, dass sie mich jetzt nicht killt. Also, Swim greift sie an. Und die Nummer 4 Crusader. Zwei! Ja! Er hat schon 4. Ja, und der hat eine 2 gewürfelt, trifft aber bei einer 4 die Mick. Und jetzt seht ihr das. Vorher im vorigen Target hat man natürlich schlecht gewürfelt, aber es kommt natürlich auch wieder die Phase, wo man wieder gut würfelt. Also das Spiel ist spannend, es belohnt einen, wenn man gut würfelt und so. Also es ist echt cool, ja. Und natürlich macht auch die Taktik sehr viel aus. Also echt geil das Spiel. Ja, eine 2. Weg. Der hat nicht getroffen. Super. So, jetzt bin ich dran. Eigentlich wollte ich ja hier rein. Ich überlege gerade, ob ich es doch mache. Ich überlege gerade, ob ich es mache. Nein, ich mache es nicht. Obwohl. Es muss klappen. Ich bleibe hier stehen. Scorpion schießt als erster. Und zwar auf die. Na, ja doch. Oh, Gott sei Dank kann ich die Aim auch low abfeuern. Gott sei Dank. Boah, da habe ich nicht drauf geschaut. Ja, also wir sind der Slow Pilots Attack. Scorpion schießt Reichweite 1 auf die. Auf die MiG 17 hier, weil da bekommt er plus 3 Bonus. Er hat ja 0. Jetzt brauche ich eine 3, um zu treffen, weil Aim trifft bei einer 6. Ja, das ist ein Treffer. Der ist weg. So, Scorpion hat geschossen. Dann Crusader ist an der Reihe. Schießt mit der Aim-Reichweite 1 auf die MiG 21 plus 2 Bonus plus 1 von ihm selber. Auch 3, ja, da müssen wir auch eine 3 würfeln. Na, eine 2. Das ist jetzt schlecht. Ah, das ist schlecht. Ich werfe die Karte ab. Ich wollte sie zwar zum Bomben aufheben, aber. Ich werfe die Karte ab, um einen Reroll zu machen. Lucky Break. Any die Reroll. 8, ja dann. Vernichtet. Boom. So, was macht Big? Ah, das ist ja blöd. Ah, das ist blöd. Der hätte ja die Air to Ground. Dann müsste er die Bombe auf das. Auf eine Site abwerfen. Oh. Ah, das war jetzt ein kleiner Fehler. Obwohl ich habe ja bei ihm die Sidewinder gehabt, ja. Also es ist echt blöd. Ich wollte ja die zwei wegmachen und da eine Bombe drauf abwerfen. Ah. Na egal, wir bleiben noch mal da. Obwohl. Ah. Ja, das war's. Slow Pilots Attack. Ich glaube, wir müssen es anders machen. Ist schon okay. Die werden sich bewegen. Ja, sicher bewegen sich die. Bleiben wir nicht da. Die gehen da gleich voll rein. Eigentlich wollte ich fast eine Bombe noch abwerfen. Aber das mache ich nicht. Ich gehe hier rein. Bandits Move. Ja, jetzt müssen wir halt noch eine Runde überstehen. Bandits Move haben wir keine mehr. Advanced Turn Counter. Turn Nummer 3. Und es geht von vorne los. Die Sides attackieren mich.
Jetzt überlege ich mir schon, ein Unterdrückungsfeuer zu machen, aber die können sowieso keinen direkten Vernichtungsschlag gegen mich machen, aber sie können mich alle Waffen abwerfen lassen und das finde ich nicht toll. Also das kann jetzt richtig heftig ausfallen. Ich bin am Überlegen, meine AGM-12 für Unterdrückungsfeuer zu verwenden. Ja, schauen wir mal, wer angegriffen wird. Wenn es Scorpion ist, dann wäre es vielleicht nicht so tragisch, der hat dann nur eine Bombe mit. Drei. Crusader wird angegriffen. Oh. Sollen wir es riskieren? Ja, Crusader verwendet seine AGM-12 hierher, Reichweite 1, um Unterdrückungsfeuer zu machen. Das heißt, ich bräuchte eine 1, um zu treffen. Ja, 2 trifft schon. Plus 1 ist eigentlich ein Auto-Hit. Da braucht man gar nicht würfeln, weil 1 ist ja das Niedrigste. Und habe den unterdrückt. Und die tolle für ein SO ist weg. Aber ich sag's euch, Leute, wer weiß, wenn der hier eine. Obwohl sie haben ja. Sie haben ja minus 2. Das heißt, würfelt der eine 7, dann hat er eine 5. Das ist eine spannende Entscheidung. Soll ich es machen oder nicht? Also, wenn der eine 9 würfelt oder eine 8, na 8 geht auch noch, dann hätte er 6. Also er dürfte. Er darf keine 9 würfeln. Er darf keine 9 oder 10 würfeln. Bei einer 8 hat er auch noch minus 2 durch das Event. Das heißt, das wären dann 6 und ich würde 2 Schaden bekommen. Würde ihn auch noch. Boah. Wir gehen volles Risiko. Ich mache nicht diese automatische Unterdrückung. Und würfle. Also, das ist jetzt die Entscheidung, die ich meine. Man kann jetzt taktisch richtig entscheiden und den unterdrücken mit der AGM-12, aber es ist mir irgendwie zu schade, sie da zu verwenden. Vielleicht benütze ich sie hier noch, aber wenn der jetzt eine 9 oder 10 würfelt, dann bin ich am Arsch und bin ich selber schuld. Eine 7 minus 2 ist eine 5, das heißt, boah, das war spannend. Das liebe ich, das Risiko. So, Gott sei Dank gibt es den Fog. Ja, vorher war es übel, aber jetzt der Fog ist schon wieder cool. Der bleibt noch über. Er attackiert. Brick. Machen wir kein Suppression. Ich kann maximal zwei. Ah. Brick. Wenn der die M118 verliert, mit 4 Schaden, das wäre dann heftig. Das heißt, hier werde ich jetzt die Air-to-Ground-Missile verwenden. Ich hätte gehofft, dass es Scorpion vielleicht trifft. Das ist dann ein Auto-Hit, ja, plus 1. Ich brauche eine 2, um zu treffen. Ja, 1 plus 1 ist 2, also werfe ich sie ab und habe die Sight unterdrückt. So. Jetzt kommen meine Attacken. Jetzt geht's ab, Leute. Jetzt gibt's Mega-Action. Erst Scorpion wirft seine Bombe ab. Seine CPU plus 4 auf Soft-Ziele. Das heißt, plus 4 und er hat einen Modifier von plus 0. Also brauchen wir mindestens eine 4. Das ist eine 10. Ein Schaden auf das Ziel. Schade um die Air-to-Ground-Missile, ehrlich, die hätte ich gebraucht. Dann ist Crusader an der Reihe, wirft zweimal CPU ab. Also stellt euch jetzt vor, die fliegen jetzt durch die Luft auf dem Weg ins Ziel. Die erste, eine 3. Oh. Der hat aber Air-to-Ground-Bonus plus 1, obwohl er schon 5 Stress hat, erst bei 6, also 6 kann auch noch vertragen. Plus 1 ist eine 4, dann habe ich getroffen. Zack. Da brauche ich ja nur umdrehen. So, zweiter Marker. Eine 4 plus 1 ist eine 5.
Treffer. Dann haben wir hier 3 Schaden von der CPU. So, und jetzt haben wir nochmal Air-to-Ground-Bonus. Und jetzt wird es interessant. Das wäre dann haarscharf ausgegangen, oder haarscharf ausgedacht. Von Brick. Er attackiert mit CPU. Was ist das? Eine 2 oder eine 6? Wir müssen nochmal würfeln. Eine 6. Ja, Schaden auf das Ziel 4. Und jetzt die M118, die 4 Schaden machen kann, wenn ich jetzt eine 10 würfle oder eine 9 oder eine 8 sogar mit Bonus, ja, dann bin ich mega glücklich und könnte mir Timelapse sogar noch ersparen. Eine 7, das genügt nicht. Ich werfe Timelapse ab. Somit habe ich eine Auto 10. Und es war haarscharf, die 7. Da ist er plus 1. Plus 1 und sonst habe ich ja keinen Bonus mehr. Leider nicht. Ne? 7 hat nicht genügt. Da muss ich Timely abwerfen, bekomme ich eine 10 und 4 Schaden mit dieser M118. Genau so habe ich es mir vorgestellt eigentlich. Ja, dass es läuft. Wenn es noch besser gelaufen wäre, hätte der sein Timely nicht verloren. Zack, das Ziel ist zerstört. Ja, normalerweise nimmt man hier diese Counter. Na, das Ziel ist nicht zerstört. Ah! Wir haben noch Infra plus 1. Ich muss noch einen Schaden zufügen. Einen lausigen Schaden. Ah! Oh! Ja, dann muss ich eben noch eine Runde überstehen. Aircraft adjusts altitude bandits move haben wir nicht. Advanced turn counter und es geht wieder mit den Sights los. Oh Gott, mich wird dasselbe Schicksal erleiden. Da freut man sich und dann sehe ich hier drüben noch den Modifier. Ah! Ja, gut, er greift mich an. Ich kann kein Suppression mehr machen. Hat minus 2, Gott sei Dank. Das Spiel ist so knallhart. Crusader wird angegriffen. Mit einer 4, minus 2 passiert nichts. Der zweite greift an. Eine 5. Wieder Crusader. Oder? Na, ein Skorpion. Eine 1, da passiert nichts. Daneben. Der macht nichts. Das ist aus der Reichweite. So. Aber jetzt müssen wir Machine Gun Action machen. Also, Brick beginnt mit Air to Ground plus 1. Er braucht eine 9, um zu treffen. Yes, Leute, eine 10. Wir haben das Ziel zerstört. Bam! 9 Schaden auf das Ziel. Wo ist er, der Neuner? Ja, egal. Hier ist er. 9 Schaden auf das Ziel. Geil. Boah, war das spannend. Da schießt der mit der MG noch den letzten Jeep ab von dem Truppentransport und erfüllt das Missionsziel. Ja, dann dürfen wir uns bewegen, Adjust Altitude. Ja, vom Thema her bewegen wir uns jetzt weg und können die Mission abbrechen. Cool. Da haben wir es aber geschafft. Ja, von der vorigen Mission gibt es da leider nichts zum Einstellen. Ja, die wird nicht abgeworfen, sondern noch beiseite gelegt normalerweise. Und wenn man die auch geschafft hätte, werden jetzt natürlich die ganzen Tracks hier vorangetrieben. Aber sie ist jetzt schon nutzlos. Und wir kommen Draw Homebound Event Card. Schauen wir mal. Die wird abgeworfen. Die war der Hammer. Also Vorgleute, super. So.
Two random pilots suffer one stress. Das geht auch noch. Stress ist zwar nie geil. Schauen wir mal. Zwei ist einmal Brick und einmal Crusader. Okay. Event Card abgeschlossen. Search and res also suchen müssen wir keine mehr. Search and Rescue, dann Invasion Counter haben wir nichts zum Einstellen. Ja, das wären wie gesagt wieder ein Ziel mit Invasion, wenn es hier ausliegen würde, weil ich es nicht gewählt habe oder ich habe es hier nicht geschafft, werden die Invasion-Karten addiert und dann eben noch hier der Marker vorangeschoben. Und ganz wichtig zur Erinnerung nochmal, auch dieser Marker hier, alle diesen Marker, erst nachdem ihr beide Targets besiegt habt, werdet ihr die gemeinsamen Einstellungen dieser Leisten durchführen. Ja, der war hier, glaube ich. Oder hier. Ah, egal jetzt. Nein, ich glaube, der war hier. So, ja, ist ja egal. Danach werden wir wahrscheinlich abbrechen. Okay. Dann haben wir jetzt Record Mission Outcome. Victory Points adjust Recon Intel Infra Counters. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Also ich würde jetzt ein Recon bekommen. Ah, falsch. Hier rum. Dann würde ich zwei Victory Points bekommen. Das ist ja auch cool. Dann hätten wir da jetzt vier Punkte, die wir da gut schreiben können. Victory Points. Also von dieser Mission bekommen wir zwei Punkte. Dann, ja. Just Pilots Counters and Special Option Points. Okay. Add Target Stress to the Pilots. Ah, das heißt, wir sehen hier nach. Das war Target Nummer 20, das habe ich eingestellt. Zwei Stress bekommt jeder. Das heißt, der hat jetzt drei. Dann der hat acht. Acht ist auch nicht geil. Na, machen wir es mal so. Der hat 8 und der hat 2. Ja. Das schreiben wir uns dann gleich auf. Das heißt, Brick hat jetzt Brick Wizard hier. Brick hat jetzt insgesamt 3 Stress. Crusader hat 8 Stress, der muss mal pausieren. Dann haben wir hier die 8. Was sind das für eine 8? Das ist, wenn die Kamera daneben ist und man schreiben muss, dann machen wir schon eine schöne 8. So. Und Scorpion hat natürlich eine 2. So, dann haben wir das auch gemacht. Pilot Stress Recovery, All Pilots. Ja, ich habe hier 1-1, das heißt Brick und Crusader regenerieren jeweils einen Stress. Dann hat Brick 2. Könnten wir auch gleich machen, aber der Reihenfolge eben. Und Crusader hier oben 7 Stress. Ja, der ist. Crusader ist jetzt auf Status Shaken. So, zum Schluss bekommt jeder Pilot einen XP-Punkt und weil das Ziel zerstört wurde, noch einen XP-Punkt dazu. Ja, das heißt, er bekommt einen, der hier, und Crusader seinen dritten XP-Punkt. Ja, der braucht 8 XP-Punkte, um zu leveln. Ihr seht schon, in einer kurzen Kampagne dauert es ein bisschen länger, bis man manche Piloten gelevelt hat. Das ist klar, das ist nur, wenn man ein eher kürzeres Spiel haben will. Aber bei etwas Epischem, ja, wie einer langen Kampagne, wo ihr dann echt extrem viele Punkte habt und extrem viele Flugzeuge, da
ist das dann schon wirklich episch, das Ganze. Ja, ich denke, ich habe jetzt nichts vergessen. Record Pilots Experience and Stress. Dann wird hier alles abgeräumt. So, räumen wir noch das Feld weg. Und dann nähern wir uns schon am Ende der Serie. Das Coole daran ist, ihr habt alles hier aufgeschrieben, könnt es sozusagen wieder weiterspielen. Der einzige Unterschied besteht darin, wenn ihr es so speichert, entweder notiert ihr euch die abgeworfenen Target-Karten, die ihr da habt. Muss man nicht unbedingt, ja. Man hat die Targets stehen, die man schon zerstört hat und die man abwirft. Generell könnt ihr euch alles auf einen Zettel aufschreiben. Die Piloten habt ihr ja schon notiert. Das Event-Deck, ja, das könnt ihr euch auch notieren. Sage ich mal, muss man aber nicht unbedingt jetzt machen. Kann man auch neu mischen. Also es lässt sich schon auch schön speichern oder mit dem Handy ein Foto machen. Dann ist das auch kein Problem. Ansonsten, ja, das dauert wirklich lange und leider muss ich jetzt diese Kampagne abbrechen. Das heißt, ich speichere sie, werde es weiterspielen. Ich habe jetzt 2 Wochen lang fast nur X-Wing und Israeli Air Force Lieder gespielt. Es war echt geil. Ich würde jetzt gerne wieder weiterspielen, aber ich habe jetzt viele Videos noch zu drehen, Leute. Und jetzt geht es definitiv zeitlich leider nicht mehr, dass ich da jetzt weiterspielen kann, denn meine Zeit ist auch begrenzt. Und von daher hoffe ich, dass ihr einen guten Übersicht gehabt habt von dem Spiel, wie es funktioniert. Ich denke mal, ich habe euch 90% der Regeln jetzt erklärt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Natürlich, wenn ich es länger nicht gespielt habe, muss ich dann auch wieder nachsehen. Aber der Einstieg in das Spiel, finde ich, ist nicht schwierig, ja, wenn man das System begreift. Es ist wirklich nicht schwierig. Da ist vielleicht auch Thunderbolt und B17 Leader doch ein bisschen noch eine Stufe höher im Einstieg, sage ich mal. Aber ihr habt einfach viele Parameter, die ihr beachten müsst, und das wird man irgendwie dann auch gewohnt. Ja, zur Anleitung und so werde ich dann im Fazit noch ein Wörtchen verlieren. Aber das war's jetzt von Israeli Air Force wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr werdet mehr von DVG von mir auf meinem Kanal sehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim Fazit wieder. Das war's, euer Austrian Board Gamer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, war echt coole 2 Tage zum Fliegen.